Sehr geehrter Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen aus Parlament und Regierung, die SPD-Fraktion unterstützt diesen Dekretentwurf zur Schaffung eines integrierten Beirates für Gesundheit aus zwei Gründen. Erstens, weil wir der Arbeit von Fachgremien für die Bedeutung der Qualität der Gesetzgebung und des Regierens in der deutschsprachigen Gemeinschaft eine große Bedeutung beimessen. Und zweitens, weil wir der Auffassung sind, dass der Zeitpunkt gekommen ist, einen integrierten Beirat in Gesundheitsangelegenheiten zu schaffen. Diese beiden Punkte möchte ich etwas erläutern. Ja, die Beratungsgremien, von denen wir ja eine ganze Reihe in der deutschsprachigen Gemeinschaft haben, spielen schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Entscheidungen vorzubereiten oder aber die Umsetzung von Entscheidungen kritisch zu begleiten. All diese Beiräte sind Bestandteil des ostbelgischen Demokratiemodells und sie tragen dazu bei, dass das, was hier entschieden wird, möglichst realitätsnah entschieden wird. Das war so, das ist so und das soll auch so bleiben. Und wir können, wenn wir schon darüber überlegen, wie man diese Gremien noch besser arbeiten lassen kann, uns die Frage stellen, ob wir nicht die ein oder andere Regel, die das Funktionieren dieser Gremien betrifft, vereinheitlichen sollen und dafür sorgen, dass dadurch auch eine viel leichter zu verstehende Beratungskultur in der deutschsprachigen Gemeinschaft entsteht. Wir haben damit schon mal begonnen vor einigen Jahren. Wir könnten das aber auch durch weitere Arbeit an den Organisationsregeln dieser Beiräte sicherlich noch verbessern. Und in dem Kontext stellt sich auch immer wieder die besondere Frage, wie denn diese Beiräte, die ja prioritär für die Regierung arbeiten, und das ist natürlich auch ganz normal und richtig so, wie sie dennoch auch unser Arbeiten hier noch struktureller und systematischer bereichern könnten. Und es gibt sicherlich auch interessante Querverbindungen zwischen dem, was diese Beiräte machen und dem, was aus dem Bürgerdialog im Laufe der Zeit so alles an Ideen entwächst. Und sehr spannend im vorliegenden Fall ist ja das Experiment, einmal Bürger sozusagen als Vertreterinnen und Vertreter der Patienten mit einzubauen. Ob das jetzt eine Zauberformel ist, weiß ich nicht, aber interessant ist es allemal. Dann komme ich zu der Bündelung der Gutachtertätigkeiten im Gesundheitswesen. Das ist sicherlich keine Kritik an dem, was bisher an sehr gründlicher Arbeit im Beirat für Gesundheitsförderung oder im Krankenhausbeirat geleistet worden ist. Diese Gremien haben die Aufgaben, die sie bisher hatten, sehr intensiv ausgeübt und sie haben mit viel Verantwortungsbewusstsein ihre Vorschläge immer formuliert und dadurch das Arbeiten der Regierung über lange Zeit sehr positiv beeinflusst. Dennoch besteht heute mehr denn je die Notwendigkeit einer Bündelung. Und das hat etwas damit zu tun, dass neue Zuständigkeiten im Gesundheitswesen auf uns zugekommen sind und mit ziemlich großer Sicherheit übrigens in Zukunft noch zukommen werden. Wer ein bisschen diese Diskussion in Belgien verfolgt, der kann leicht vorhersehen, dass da die Reformen noch lange nicht vorbei sind und dass es mehr als wahrscheinlich ist, dass die Gemeinschaft in Zukunft mehr und nicht weniger Verantwortung im Gesundheitswesen tragen wird. Aber viel wichtiger ist auch etwas anderes. Wir sind nicht nur für all diese Teilaspekte zuständig geworden, die vorhin schon verschiedene Vorrednerinnen und Vorredner erwähnt haben. Wir sind vor allem auch für die erste Linie der medizinischen Versorgung zuständig geworden. Und da geht es um etwas ganz, ganz Wichtiges, nämlich darum, wie hierzulande die Gesundheitsversorgung integriert funktionieren kann. Von den Notdiensten über die Grundversorgung bis hin zu der Frage, wann denn wo welche Ärzte oder Apotheken Wochenenddienst haben, um ein Thema aufzugreifen, was noch in den letzten Tagen diskutiert worden ist.
Da muss ganz fundamentale Denkarbeit gemacht werden. Und da sehe ich persönlich die Hauptherausforderung, die dieser neue Rat für Gesundheit in Zukunft zu bewältigen hat, in Dialog mit der Regierung und natürlich auch mit dem Parlament. Und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Seit längerem schon steht im Raum das Projekt, das Pilotprojekt des Gesunden Ostbelgiens, das ja in Zusammenarbeit mit dem föderalen Gesundheitsminister schon vor längerer Zeit gestartet, dann aber nicht umgesetzt werden konnte und jetzt wieder aktuell geworden ist. Vielleicht kann der Herr Minister uns nachher dazu auch etwas sagen. Da würde die deutschsprachige Gemeinschaft als ein Gebiet angesehen werden, wo wir mal etwas Neues im Gesundheitswesen versuchen, was noch bessere integrierte Leistungen mit sich bringt. Und auch da ist ein Rat, der alles umfasst, was Gesundheitszuständigkeiten betrifft, von großer Bedeutung. Und eine andere Frage fand ich auch sehr interessant, die aufgeworfen worden ist. Wenn man schon von der Richtigkeit der Integration dieser Räte überzeugt ist, von den Behandlungsakteuren bis hin zu den Präventionsakteuren, dann kann man legitimerweise sich die Frage stellen, warum man nicht auch die Seniorenbetreuung damit hineinnimmt. Ich kann dieser Idee einiges an interessanten Perspektiven abgewinnen. Und deshalb bin ich sehr froh darüber, dass man ja auch in den Diskussionen insbesondere in diese Richtung hinein angeregt hat, dass gemeinsame Sitzungen zwischen dem neuen Gesundheitsrat und dem bestehenden Rat für Senioreneinrichtungen ins Auge fassen kann. Aber ich bin auch der Meinung, dass man eine so große Integration am besten etappenweise stemmt. Das jetzt alles auf einmal zu machen, das scheint mir etwas zu schwierig zu sein. Ich glaube, es ist besser, etappenweise vorzugehen und sich dann nach einer gewissen Zeit der Erfahrung auch mit dem neuen Gesundheitsrat dann die Frage zu stellen, ob man nicht die Integration noch einen Schritt weiter bringen kann. Denn dass es zwischen den Pflegeeinrichtungen für Senioren und dem Gesundheitswesen engste Synergien geben muss, aber leider, wie Corona uns bewiesen hat, nicht immer gegeben hat, das scheint mir etwas zu sein, was gerade für unsere Betreuungslandschaft in Sachen Senioren und Gesundheit in Ostbelgien von ganz zukunftsträchtiger Bedeutung ist. Ohne dass ich jetzt auf die großen Projekte da eingehen möchte, die so im Raum stehen, wie etwa das ja schon seit längerem, wenn auch noch nicht konkretisiert, in der Eifel der Fall ist. Ich möchte zum Schluss kommen. Das heutige Dekret geht den richtigen Weg. Und ich kann auch nachvollziehen, warum bestehende Räte, die schon länger da sind, damit noch etwas Schwierigkeiten haben. Das ist nicht neu. Veränderung führt meistens zu solchen Reaktionen. Aber ich bin überzeugt, dass alle, die da zusammenarbeiten werden, auch aus den Erfahrungen der Vergangenheit heraus, das richtige Wissen, die richtigen Arbeitsweisen in dieses neue Gremium einbringen können. Und wir sollten da, wie bei allen anderen Sachen, dann in einer gewissen Frist auch eine Auswertung machen und sehen, was wir dann nachverbessern oder ändern können, wollen und sollen oder auch nicht. Und auf jeden Fall denke ich, dass wir uns sehr gründlich darauf vorbereiten sollen, dass die gewachsenen Zuständigkeiten in Sachen Gesundheit, die wir seit der sechsten Staatsreform kennen, eine Etappe sind, der noch einiges folgen wird. Und wenn wir wirklich die Verantwortung für das Gesundheitswesen der deutschsprachigen Gemeinschaft ernst nehmen, dann haben wir alles Interesse daran, uns darauf sehr intensiv, gründlich vorzubereiten und alle möglichen Entwicklungen zu antizipieren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.